Sie können die wundervollsten Predigten der Welt hören, aber wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich davor bewahren, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, dann sind Sie für immer verloren. Das ist der Inhalt der dritten Engelsbotschaft. Ich hoffe, Sie haben nun die Wichtigkeit dieser drei Engelsbotschaften aus Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 bis 11 erkannt. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf Vers 12 lenken. Während Gott in den Versen 6 bis 11 die Menschen ernsthaft ermahnt und in furchterregender Form vor Abfall und falscher Anbetung warnt, beschreibt er in Vers 12 diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen und erlöst werden. Wir lesen hier über Gottes letztes Volk auf Erden. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Und Heilige heißt Abgesonderte, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Diese Worte machen deutlich, dass Gottes letztes Volk auf Erden an den Geboten Gottes einschließlich des Sabbatgebotes vom siebten Tag festhält. Diese Bewahrer der göttlichen Gebote werden durch ihre Treue und Liebe zu Jesus Christus von Gott auch die Kraft erhalten, um in der vorausgesagten Verfolgung der letzten Tage zu bestehen. Und Freunde, das ist ein weiterer Grund, warum ich ein Siebenten-Tags-Adventist bin. Denn wer wird in diesen letzten Tagen der gesamten Welt diese Botschaften predigen? Werden am Ende der Zeit wirkliche Engel durch die Luft fliegen und diese Botschaft verkündigen? Nein, meine Freunde, diese Engelbotschaften werden von Menschen weitergegeben, die Gott erweckt hat, sie der Welt am Ende der Zeit zu verkündigen. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 16 und Vers 7 lesen wir: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Die Bewahrer und Verkündiger dieser Botschaften werden in Offenbarung 14, Vers 1 bis 5 noch näher beschrieben. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Haben Sie verstanden, was der Prophet Johannes hier sagt? Er sieht diese besondere Gruppe von 144.000 Menschen vor dem Thron Gottes stehen. Meine lieben Freunde, diese 144.000 stellen Gottes wahre Heilige auf Erden dar, die die Gebote Gottes halten und diese drei Engelsbotschaften bis zum Ende der Gnadenzeit den Menschen verkündigen. Diese besondere Menschengruppe sieht Johannes, nachdem sie bereits als sogenannte Erstlingsfrüchte von dieser Erde erlöst wurden. Erinnern Sie sich noch an den biblischen Hinweis, dass diese Menschen nicht mit Frauen befleckt sind? Wir fanden in den letzten Wochen heraus, dass eine Frau in der biblischen Prophetie eine Kirche darstellt. Das bedeutet also, dass Gottes 144.000 nicht mit diesen hurenartigen Tochterkirchen Babylons befleckt sind. Dazu gehören alle sonntaghaltenden und gebotebrechenden Kirchen. Diese 144.000 sind Menschen, die in diesen letzten Tagen dem Ruf Gottes gefolgt sind und die gefallenen Kirchen Babylons verlassen haben. Sie verbinden sich mit denen, die diese Botschaften verkündigen und erfahren die sündenvergebende und reinigende Kraft Christi, bevor es für immer zu spät ist. Als Johannes sie sah, standen sie gereinigt vor dem Thron Gottes. Meine lieben Freunde, die 144.000 sind Gottes abgesondertes Volk
seine wahre Gemeinde in diesen letzten Tagen, die aus Babylon herausgekommen sind. Ausgerüstet mit Gottes Macht und Stärke, verbreiten sie nun treu der Welt diese Botschaften, die er ihnen übertragen hat. Diese Botschaften stellen nach Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 das ewige Evangelium dar, welches für diese besondere, vom Abfall gekennzeichnete Endzeitsituation noch einmal eindringlich hervorgehoben wird in Form dieser drei wichtigen Engelsbotschaften aus Offenbarung 14. Beginnen Sie nun zu verstehen, warum ich ein Siebenten-Tags-Adventist bin? Freunde, ich kann nichts anderes sein. Das ist die einzige Denomination, die Gott erweckt hat, um der Welt diese deutliche Botschaft zu verkünden. In vielen Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinden finden Sie deshalb weltweit die drei Engel irgendwie symbolisiert. Entweder an der Gebäudeaußenseite oder auf der Titelseite von Gemeindeschriften oder auf bunten Fensterscheiben. Ich will damit keinesfalls Ihre Aufmerksamkeit auf Äußerlichkeiten hinlenken, sondern auf das wahre Volk Gottes, das in der Verkündigung und auch im Charakter an seinen biblischen Früchten zu erkennen ist, insbesondere aber an seiner Botschaft für diese dem Untergang geweihte Welt. Wären Sie gern Teil dieser Gruppe von Menschen? Sie können es schon bald sein. Warum nehmen Sie es nicht zum Anlass für ein Gebet? Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Vorrecht, deine Diener auf Erden sein zu dürfen. Es ist bewegend, deine Botschaft zu verstehen, die du deinem Volk in diesen letzten Tagen gegeben hast. Herr, hilf uns, nach diesem Ruf zu leben, den du uns gegeben hast. Schenk uns die Kraft, diese klare Engelsbotschaft einer verlorenen und untergehenden Welt zu verkünden, die getäuscht wurde durch die geistliche Verwirrung Babylons. Hilf uns, treu zu sein und Babylon zu erkennen und wertvolle Seelen dort herauszurufen. Führe du sie in deine wahre Herde. O Herr, sei bei denen, die diesen Ruf jetzt hören, und gib ihnen Stärke gegen den Widerstand. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen. In der nächsten Folge sehen Sie Gottes Gemeinde in der Prophetie.